Hey, ganz ehrlich, mir fällt heute keine lustige Anmoderation ein. Wir legen jetzt einfach los. Und schon wieder haben wir eine News im Programm, die sich um Cosplay auf der Gamescom dreht. Denn nach Nintendo und Bethesda mit Fallout hat jetzt auch Square Enix eine Aktion angekündigt. Und zwar an beiden Tagen, nämlich Freitag und Samstag, jeweils von 15 bis 16 Uhr, findet eine große Final Fantasy 15 Cosplay Show statt. Wer dabei sein will, der muss sich allerdings im Vorfeld schon bewerben. Das geht also nicht so wie bei den anderen Aktionen, die wir euch schon erzählt haben, dass man einfach hingeht. Sondern es geht natürlich um ein Final Fantasy 15 Kostüm, das muss es dann schon sein. Davon schickt ihr ein Bild per E-Mail an hmgcommunity@squareenix.com. Das Cosplay muss aber auch noch nicht fertig sein. Es kann auch erst der Entwurf sein. Ihr habt ja noch knappe 2 Wochen Zeit, um das fertig zu schneidern. Und dann wählt eine Jury von Square Enix Mitgliedern oder Mitarbeitern oder wie auch immer eben die Cosplayer aus, die dann auf dieser Bühne quasi ihren großen Auftritt haben können. Das Ganze müsst ihr eingeschickt haben bis zum 29. Juli. Die Belohnungen fallen auch wieder ganz cool aus. Ihr bekommt dann nicht nur ein Gamescom-Ticket, was auch nicht schlecht ist, weil die Gamescom ist mittlerweile ausverkauft, was die Tagestickets angeht, sondern auch einen Square Enix VIP-Pass und ein Goodiebag. Und alle PCler so, yeah! Und alle PlayStation 4-Besitzer so, wuhu! Da hat Square Enix doch noch eine Version von Rise of the Tomb Raider für euch angekündigt. Für die Xbox 360 und die Xbox One kommt das Spiel ja schon am 10. November in diesem Jahr. Alle anderen müssen dann noch ein bisschen warten, aber bisher war halt überhaupt nicht bekannt, ob eine PC- und eine PlayStation-Version kommen. Jetzt ist raus, ja, sie kommen. Es dauert halt nur, wie gesagt, ein bisschen. Und zwar bis Anfang 2016 für die PCler unter euch, dann soll das für Windows und übrigens auch auf Steam erscheinen. Und Ende 2016 dann erst für die PlayStation 4. Das Gerücht, was wir neulich mal verkündet hatten, dass es also ein Jahr lang Konsolenzeit exklusiv auf den Xboxen ist, hat sich bestätigt. Also erst Ende 2016 kommt Lara dann auch auf die PlayStation 4. Nintendo feiert ja dieses Jahr wieder mal ein Jubiläum, nämlich das 30-Jährige von Super Mario. Und natürlich kommt dazu am 11. September Super Mario Maker raus, das wussten wir schon. Jetzt allerdings sind zu dem Spiel ein paar Bundles angekündigt worden. Wir fangen mal klein an. Die Super Mario Maker Artbook Edition sieht ganz einfach so aus. Es gibt das Spiel und ein Artbook dazu. Ein bisschen mehr darf sein in dieser Edition. Da ist nämlich neben dem Spiel und dem Artbook auch eine Amiibo-Figur dabei im klassischen Mario-Design. Und diese Figur, die wurde jetzt auch erst neu vorgestellt. Und dann gibt es noch das Limited Edition Super Mario Maker Premium Pack für alle Leute, die noch gar keine Wii U haben und meinen, sie müssten sich jetzt eine holen. Die hat dann 32 GB Speicher. Das Spiel ist natürlich mit dabei, ebenso natürlich auch das Artbook und der Mario Amiibo in den klassischen Farben. Wer jetzt sagt, auch Mensch, den Amiibo finde ich aber ganz cool, den würde ich ganz gerne einzeln kaufen, der kann auch das tun, denn der in den klassischen Farben, der ist ebenfalls ab dem 11. September erhältlich. Und dann wird es noch einen weiteren 8-Bit Mario Amiibo geben in den modernen Farben, also mit blauer Latzhose, so wie wir ihn heute kennen. Der kommt aber erst ein bisschen später, kommt am 23. Oktober in den Handel. Da muss man also noch ein bisschen warten. Wir wissen ja schon ein bisschen länger, dass die Mehrspieler-Beta für Call of Duty Black Ops 3 auf der PlayStation 4 am 19. August startet. Die dauert dann 5 Tage, also bis einschließlich 23. August. Jetzt hat Activision aber auch verraten, wann es denn dann auf PC und Xbox One losgeht. Und zwar ist das der 26. August, also gar nicht so viel später. Ihr müsst nicht so lange warten. Und die Beta-Phase dauert dann bis zum 30. August. Zugang zur Beta erhalten natürlich alle, die das Spiel vorbestellt haben, aber leider ist immer noch nicht bekannt, was denn überhaupt für Maps und Waffen in der Beta-Phase enthalten sein werden. Tja, wer als Wii U-Besitzer Bock auf ein richtig geiles Rennspiel und damit auf Project Cars gehabt hat, der wird jetzt bitter enttäuscht sein, denn die Entwickler von Slightly Mad haben dann doch, nachdem bereits die Version für alle anderen Systeme schon längst im Handel ist, die Wii U-Version gecancelt. Der Grund ist, sie haben gesagt, es ist einfach zu viel für die Hardware der Wii U. Sie haben das Spiel nicht flüssig ans Laufen gekriegt und dann macht es einfach schlichtweg keinen Sinn, da eine Version irgendwie rauszupressen. Interessanterweise sagten sie aber auch, die offizielle Ansage ist, dass wir auf Hardware-Neuigkeiten von Nintendo warten. Das heißt, wenn Nintendo eine neue Konsole am Start hat, die vielleicht NX heißt im Moment, und das vielleicht in naher Zukunft kommt, dann könnte es sein, dass Project Cars doch noch auf eine Nintendo-Konsole kommt, nämlich auf die neue. Aber das ist noch nicht bestätigt. Es ist nur so, hat er so gesagt.
Capcom hat alle Monster Hunter Fans mit einem 26-minütigen Livestream versorgt zu Monster Hunter Cross. Das ist ja das 3DS-Spiel, das zwar für Europa noch gar keinen Release-Termin hat, aber für Japan für den 28. November angekündigt ist. Und ja, in dieser Spielstrecke wurde so einiges gezeigt, unter anderem das neue Dorf Wern, dann ein Kampf gegen ein ziemlich cooles Vieh namens Dino Waldo und zum Schluss wurde dann auch nochmal der Koop-Modus gezeigt und vieles mehr. Das Ganze natürlich mit typisch japanischer Kommentatorenbegleitung, die zum Teil witziger ist als das, was man dann im Spiel sieht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, guckt euch das mal an. Capcom selber hat es interessanterweise nicht auf YouTube hochgeladen, aber diverse andere Kanäle haben das gestückelt und dann auf ihre Kanäle hochgeladen. Da werdet ihr sicherlich fündig, wenn ihr Monster Hunter Cross eingebt. Vor ein paar Tagen ist der erste Doping-Skandal im E-Sport bekannt geworden und zwar irgendwie auf eine ganz beiläufige Art und Weise, denn in einem Interview hat der CSGO-Spieler namens Cory Samphis-Friesen so gesagt, so ja, neulich, waren wir mit meinem ehemaligen Team Cloud9, waren wir dann so in Katowice und wir waren da alle auf Adderall und das war total witzig. Sagt er so. Adderall, das muss man vielleicht wissen, das ist ein Medikament, das kriegen in den USA ADHS-Patienten. Bei uns in Deutschland ist das sogar illegal, es ist überhaupt nicht möglich, das hier zu kriegen auf legale Weise. Aber in den USA wird das wohl ganz gerne zur Medikamentierung von ADHS-Patienten benutzt. Und offensichtlich gibt es nicht wenige E-Sportler, die sich das einschmeißen, denn bei einem gesunden Menschen, der eben kein ADHS hat, funktioniert das so, dass halt das Gehirn so ein bisschen in Alarmbereitschaft versetzt wird und halt total aktiv ist und man sich total konzentrieren kann. Und das ist natürlich etwas, was man bei einem langen Turnier vielleicht gerne haben möchte, dass das nicht den Regeln entspricht. Das muss man, glaube ich, nicht betonen. Also in der ESL-Satzung steht halt natürlich drin, dass so Drogen und genauso wie Alkohol und andere Mittelchen natürlich tabu sind, allerdings gab es bisher eben keine Kontrollen und genau das wird die ESL nach diesem Skandal jetzt ändern. Es sollen künftig eben auch richtige Doping-Tests, wie man das sonst vom Sport kennt, eingeführt werden, mit Pipi machen in den Becher und dann kommen da ein paar Wissenschaftler und gucken sich das mal genauer an. Dazu wurde jetzt bei den weltweit führenden Dopingverbänden mal nachgefragt, wie das denn geht und ob man sich da vielleicht mal einigen könnte und ja. Ist natürlich eine krasse Sache. Offensichtlich war es bisher eine Art offenes Geheimnis, dass es genügend Spieler gibt, die sich in irgendeiner Art und Weise aufputschen. Und Red Bull ist da sicherlich nur das geringste aller Mittelchen. Jetzt wird man sehen, wie das in Zukunft läuft und ob die Dopingkontrollen dazu führen, dass eben nicht mehr quasi per Medikament gecheatet wird. So mit Ö, das wären die News gewesen und damit sind wir auch schon wieder mitten im Wochenende und weil ja Wochenende ist, habt ihr garantiert Zeit, euch nochmal die anderen Videos, die wir so hochgeladen haben, anzugucken. Da ist zum einen frisch in dieser Woche online gegangen ein neues Failplay mit Tobi und Kevin und mir. Wir haben auf dem SNES ein Spiel gezockt namens Batman Forever. Ich persönlich fand den Film ja schon total scheiße, das Spiel toppt das aber nochmal um einiges, legt noch eine Schippe drauf und ist echt ziemlich grottig. Das heißt also, wir hatten eine ganze Menge Spaß. Und natürlich dürft ihr euch weiterhin in unserem aktuellen Quiz beweisen. Wir haben mal wieder ein interaktives YouTube-Quiz am Start, das heißt 10 Level sind zu knacken. Wir zeigen euch 10 Spielkarten, also Maps, World Maps von Spielen und ihr müsst uns sagen, zu welchem Spiel die jeweils gehören. Wenn ihr das schafft, seid ihr cool, also klickt mal unten auf den Link und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.